Hallo, du Kamera-Nerd oder vielleicht bist du auch ein Controller-Künstler, ich weiß es nicht. Hallo an die Gamer da draußen. Willkommen zu diesem Livestream darüber, wie man etwas macht, was man eigentlich normalerweise mit Objektiven und Kameras macht. Videoschnitt. Okay, heute soll es mal darum gehen, wie ich herangehe, wenn ich Gaming-Videos schneide. Aber habt mal im Hinterkopf, dass ich eigentlich so der Casual-Gamer bin, nicht der Profi-Gamer, aber dafür Videograf und CGI-Künstler, also Visual Effects-Typi. Also, ja, falls ihr das noch nicht sagt oder was das überhaupt ist, ist es auch okay. Heute geht es nur um Gaming-Videos und vor allen Dingen auch darum, was für Fehler es gibt, die man macht oder vielleicht auch unbewusst macht, weil man gerade erst mit dem Videoschnitt anfängt. Das bedeutet, hier geht's um Tipps und Tricks, wie du dein Gaming-Video auf das nächste Level bringst. Okay, also kommen wir rein in Ding Nummer 1. Und das ist etwas, was so alt ist wie das Medium-Video selbst. Und das ist die Frage, was macht eigentlich gute Videos aus? Na? Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, keine Ahnung, oder ja, Hollywood macht doch gute Bilder oder gute Videos, aber Hollywood zeigt keine Gaming-Videos. Das heißt, für mich ist die Frage, was können wir aus Hollywood auf Gaming-Videos drauflegen? Also, was können wir nutzen für Gaming-Videos? Was aus Hollywood kommt? Und ja, gehen wir jetzt mal zurück zu den aller Anfängen von Videos im Allgemeinen. Da ist Video nämlich eine Kommunikationsform. Also Video, kannst du dir vorstellen, ein Video, das du jetzt guckst oder ein Livestream, den du jetzt guckst, ist wie ich auf einer Bühne oder ich als Lehrer in der Schule versuche dir was beizubringen, versuche dir was Schönes mitzugeben. Ne? Und ein gutes Video hat meistens einen sehr, sehr guten Anteil an Kommunikation. Ja. Und was ist das? Du siehst es schon unten. Gute Kommunikation und ein gutes Video sollte zielgerichtet sein. Ja. Und was ich damit meine ist, ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, du stellst dir vor, du wärst in der Schule. Ich weiß, ihr wollt es nicht, gerade Sommerferien, aber bleibt mal dabei. Du bist in der Schule und du hast Mathe und dein Mathelehrer kommt an und sagt, heute ist ein schöner Tag, draußen scheint die Sonne, ich habe grüne Augen, Pi fängt mit 3 an und Hitler wurde 1933 geboren. Was falsch ist, was du wahrscheinlich wissen solltest, aber ja, also versteht ihr, es gibt keinen Zusammenhang. Und das ist das Wichtigste, wenn du zielgerichtet Kommunikation betreiben willst. Wenn ich jetzt sage, hey, du bist cool, das und das finde ich toll an dir und das mag ich besonders, dann ist das ein Zusammenhang. Genauso Gaming-Videos. Um da einen Zusammenhang zu erstellen, solltest du dich folgende Sachen fragen. Nämlich, was soll der Zuschauer fühlen dabei? Was soll er mit dem Video mitbekommen? Was soll er wissen? Und vor allen Dingen, was soll er beim Anschauen des Videos oder nach dem Video machen? Das sind diese drei Standardfragen, die ich mir vor jedem Tutorial stelle. Was muss der fühlen, um etwas zu lernen? In einem Tutorial zum Beispiel soll der lachen, damit er besser lernt, soll am Ende alles Wichtige wissen, um schnell an sein Ziel zu kommen und er soll es nachmachen können. So gehe ich an meine Tutorials ran. Ne? Und so kannst du auch an deine Gaming-Videos rangehen. Wenn du zum Beispiel ein großes Spiel, was normalerweise 40 Stunden Spielzeit hat, was eigentlich nicht viel ist, wenn ich an meine guten Final Fantasy-Tage zurückdenke, aber was musst du schneiden, damit derjenige am Ende die Essenz der Story hat? Ne? Wie musst du das schneiden, damit er die Story fühlt, damit er weiß, was passiert und damit er weiß, was er machen muss. Ne? Also ganz beliebt sind dann so Wege, die unnötig sind. Man sagt, ich gehe von
da nach da und das schneidet man einfach raus oder instant teleportiert man. Falls ihr Warcraft spielt oder so, keine Ahnung. Weiß ja nicht, was spielt ihr eigentlich? Schreibt es mir mal in den Live-Chat, ich lese es mir nachher durch. Okay, und ganz wichtig, wenn du diese drei Dinge jetzt weißt, was will er, was soll mein Zuschauer fühlen, was soll er wissen, was soll er machen, ist dir die Frage zu stellen, welche Schritte muss dieser Zuschauer gehen oder muss dieser Zuschauer durchlaufen, damit er das fühlt, weiß und macht. Und anhand diese Schritte zu definieren für dich selber, was will ich in dem Video zeigen, damit ich diese 6 Schritte habe? Oder was muss ich sagen, damit derjenige Combo XY kennt? Ne? Oder kann ich noch etwas Zusätzliches machen, etwas einblenden, damit diese Combo, die ich jemandem beibringen will, besser in sein Gehirn geht? Gaming ist vor allen Dingen Live-Content. Das heißt, wir haben hier mehrere Ebenen, auf denen wir kommunizieren. Und das ist auch das, was du dir immer bewusst sein musst, wenn wir Gaming-Content machen. Oder auch wenn wir Reaction-Content machen. Generell alle Videos, die im Internet sind und die mit Personen verwoben sind. Nämlich, wenn eine Person im Video gezeigt wird, dann übernimmt der Zuschauer meistens die Gefühle desjenigen, der gezeigt wird. Deswegen funktioniert ja auch in Hollywood immer so schön das Drama und weinende Personen. Deswegen gibt es geschulte Schauspieler. Ich wollte auch mal Schauspieler werden, aber als ich dann bemerkt habe, ich bin ganz schlecht darin, jemand anderes zu spielen als mich selbst, habe ich es dann verworfen. Ja, okay. Ich trinke kurz einen Tee und dann geht's weiter. Wir steigen nämlich jetzt auf die Ebenen der Kommunikation ein, die es immer gibt, die 2 Ebenen der Kommunikation und die du beachten solltest, wenn du überhaupt Videos ins Netz stellst. Ach, heute Mate-Tee, wie immer. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Die 2 Ebenen der Kommunikation. Wir kommunizieren alle bewusst oder unbewusst. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Und es gibt, wie gesagt, 2 Ebenen, auf denen wir kommunizieren. Und diese Kommunikation ist immer mit dir selbst als Person verbunden. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Video machst, übertragen sich deine Emotionen, die du hast, auf deine Zuhörerschaft. Das bedeutet, wenn du im Stream die ganze Zeit nur langweilig agierst und keine Emotionen zeigst, wird das ziemlich schnell ziemlich langweilig. Es bedeutet allerdings auch nicht, dass du überdreht sein musst und hier, guck, objektiv, machen musst. Ne? Also finde deinen eigenen Stil. Und ich werde dir sagen, das ist auch, wenn du Videos auf YouTube machst, am Anfang ein ziemlicher Krampf, du selbst zu sein. Bei Videos. Und deswegen geh da rein und mach's einfach mehrmals, weil je mehr du was machst, umso eher wird's die Routine. Aber was bedeutet das jetzt für den Stream? Für deinen Stream oder für deine Gaming-Videos solltest du einen entspannten Sprachfluss haben und auch eine gute Laune mitbringen, weil wenn du entertainen willst, dann ist es wahrscheinlich nicht gut, wenn du schlechte Laune hast. Aber, wie gesagt, die Gefühle zu stimulieren ist genau einer der Punkte, die dein Zuschauer haben sollte. Also, wenn ich jetzt ein Video mache und es berührt dich nicht emotional, wenn du jetzt nicht lachst, nicht weinst, nicht in Angst versetzt wirst, siehe Horrorfilme oder Horrorspiele, dann habe ich mit dem Video so diese Basis von langweilig abgegriffen. Und alles das, was langweilig ist, wird sehr schnell weggeklickt in der heutigen Zeit. Deswegen kann es gut sein, dass du am Anfang deines Streams oder am Anfang deines Videos am besten ein paar Highlights zusammenschneidest, damit derjenige, der das ansieht, dann am Anfang schon sowas wie einen kleinen Trailer hat, den du gemacht hast. Also, wenn jemand in ein Video geht, hat er einen kleinen Trailer, was ihn erwartet. Aber auf den Tipp mit dem Trailer gehen wir später noch ein.
Also, wir haben jetzt einmal die Gefühle, die derjenige spüren sollte, und wir haben den Inhalt. Ne? Und beides zusammen sind diese zwei Ebenen der Kommunikation. Das bedeutet, ich sollte mir klar sein darüber, was für Gefühle ich in dem gesamten Video machen möchte und diese auch stringent umsetzen. Also immer auf ein Gefühl oder auf mehrere Gefühle spielen, die ich vorher weiß, die sein sollen. Also gerade wenn ich entertainen will, dann immer schön auf die Entertaining-Sache spielen, was für Stilmittel und Videomittel du, was für Stilmittel du da machen kannst, siehst du nachher noch. Okay, aber der Inhalt, das, was in deinem Video gezeigt ist, der teilt sich auf in zwei Bereiche. Und zwar einmal den Schnitt, ne? Also was zeige ich, um die Gefühle zu vermitteln, und auch die Effekte, die Videoeffekte, die nochmal die Gefühle ein bisschen verdeutlichen und das Ganze noch ein bisschen feiner, ein bisschen stilisierter machen. Du kannst dir das so vorstellen, dass wir haben die Möglichkeit, mit rein unserem Videoschnitt lustige Videos oder traurige Videos zu erzeugen oder spannende Videos zu erzeugen, indem wir einfach nur das reinnehmen, was für die Emotion, die ich verkörpern möchte, wichtig ist. Und das hier ist ein ganz wesentlicher Punkt, denn wenn du einen bunten Mischmasch in deinen Videos reinschneidest, dann weiß der Zuschauer nicht unbedingt, ja, gefällt mir das Video. Aber wenn du ganz klar weißt, dieses Video ist für Person XY am besten geeignet, zum Beispiel für den Zelda Breath of the Wild Spieler, der jetzt sich tief in die emotionale Story des Spiels hineinversetzen will, dann weißt du eigentlich schon, was ist das, was du da reinnehmen willst aus deinem Livestream, aus deinen Videos, aus deinem gesamten Gameplay, was du hast. Weil es wird ja auch schon lustige Momente geben, es wird traurige Momente geben. Und da die Momente rauszuheben, die die meisten Gefühle in dem Zuschauer hervorrufen, ist super wichtig für eine Stringenz im Video. Weil, stell dir vor, du hast Angst vor Horrorfilmen, wie zum Beispiel meine Freundin. Und sie kann nicht mal im Trailer sehen, ne, von Horrorfilmen. Ne? Das geht ihr, da kann sie nicht ran. Ne? Aber angenommen, du wärst jetzt Fan von Horrorfilmen. Und du würdest einen Trailer sehen und sagen, boah, cool, da will ich hin, weil der so auf Horror oder Thriller gemacht ist. Und dann stellt sich raus, das ist totale Liebesdrama und im Trailer sah es anders aus. Sagst auch, scheiß Film, will ich nicht mehr gucken, Daumen runter und out. Na? Und deswegen ist die Frage für die emotionale Stringenz. Ich glaube, ich habe zu häufig das heute forciert zu sagen, hey, das ist wichtig, aber es ist wirklich ein grober Fahrplan für dich, wie du deine Videos cutten kannst. Okay, und jetzt wollen wir uns mal angucken, was für Stilmittel es gibt, die du in deinen Videos umsetzen kannst. Und heute, also falls du neu auf diesem Kanal bist, hallo, ich mache Videos über DaVinci Resolve, ist ein kostenloses Schnittprogramm und ich zeige dir heute mal ein Angebot an Stilmittel, die du für deine Gaming-Videos nutzen kannst. Und keine Sorge, diese Stilmittel, die du jetzt hier siehst, die sind auf keinen Fall vollständig. Du kannst noch viel, viel mehr lustige Videos und lustige Dinge in deine Videos bringen. Aber das hier ist erstmal ein Sammelsurium, das ich dir heute zeigen möchte. Okay, und jetzt gehen wir mal rein in eure Fragen, denn als nächstes geht es in die Stilmittel. Danach zeige ich euch, wie man dieses Stilmittel umsetzt und zum kleinen Schluss gebe ich euch noch einen Einblick darin, wie man mehr Views bekommen kann hier auf YouTube und wie man quasi seine Gaming-Videos ein bisschen mehr an die Masse kriegt. Aber erstmal gucken wir uns an, was für Fragen ihr habt. Und dazu gucke ich mal in den Chat. Hmm.
Der Chat sagt mir, er ist irgendwie nicht zu erreichen. Ihr könnt mir gerne Fragen zukommen lassen, aber ansonsten würde ich jetzt weitermachen, wenn jetzt hier im Chat nichts läuft. Ah doch, da. Irgendwie war der Chat weg. Genau. Ja, immer sind irgendwie alle kreativen Köpfe in einem. Geil. Okay. Ja, Mr. Brawl Stars. Ja, das ist PowerPoint. Genau. Und es kommt noch Videoschnitt, aber ich dachte mir, ich gebe erstmal einen Rundown darüber, was überhaupt wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten. Okay. Aber gehen wir doch mal rein in DaVinci Resolve und gucken wir uns mal an, wie wir mit DaVinci Resolve lustige oder coole Effekte machen können, je nachdem, was wir da haben. Und zwar nehme ich mir jetzt erstmal hier die Freude und die Jokes raus. Ne? Wichtig, ich habe hier mir für mich das Game Brawlhalla rausgesucht, weil ich mag Brawlhalla oder Super Smash Bros. Ich mag Beat'em Up. Ich bin kein Shooter-Typ, aber ja, da musst du für dich wissen, was du dir daraus mitnimmst. Okay, gucken wir nach DaVinci Resolve. Ich habe hier eine kleine Sequenz zusammengeschnitten, damit ich euch illustrieren kann, wie ich herangehen würde, wenn ich jetzt sagen will, okay, ich möchte bei meinem Videozusammenschnitt lustig sein, entertain und Spaß haben. Na? Gucken wir uns das erstmal an. 3, 2, 1, Brawl! So, ihr habt jetzt vielleicht schon gesehen, das, was vor allen Dingen hier gezeigt wurde, war das aus dem Kontext reißen. Ich habe quasi Memes oder Dinge genutzt, die ich halt zeigen wollte, die ich als witzig empfand, um Dinge in einen neuen Kontext zu setzen. Gucken wir uns mal einmal die Attacke an, die ich hier drüben mache mit Petra. Das ist so ein Charge Beam, wo sie halt über dem Kopf halt irgendwelche Energie auflädt. Und ich dachte mir, das sieht total nach Genki Dama aus Dragon Ball. Und deswegen habe ich hier die Genki Dama eingefügt. Und ich habe es so ein bisschen spannender gemacht, indem ich hier einfach auf halbe Geschwindigkeit gedreht habe. Da ist sie! Kurzer Cut. Na, und hier sieht man auch schon wieder, ich flipp aus, ich bring die Emotionen und so kann sich derjenige, der mit da drin ist, einfach viel besser in mich hineinsetzen und sich für mich freuen, weil ich für diesen Clip mir vorgenommen hatte, okay, ich möchte die Gefühle desjenigen erzeugen, wo ich gewinne, wo ich toll bin und wo ich Spaß habe. Ja? Bitch. Aber kein Spaß ohne kein Spaß ohne Emotionen vorher. Ich habe mir jetzt für das zweite Ding, wo er mich raushaut, habe ich mir etwas überlegt, um meine Niederlage in Witz zu fassen, nutze ich dieses Nein, doch, oh, was ziemlich oft als Meme genutzt wird und ich denke mal, du kennst es. Und deswegen habe ich mir hier das rausgesucht. Nein! Genau. Und noch mal zum Abschluss eine Dragon Ball-Referenz. Mit absoluter Explosion. Du kannst natürlich in deine Videos. Und hier siehst du, schon allein im Schnitt, in der Auswahl, was ich an Dingen raussuche, kannst du verdammt viel mitnehmen. Ich muss keine krassen Effekte machen und ich hoffe, du siehst es auch mittlerweile, dass Effekte, mega geil, nicht immer das Beste sind. Manchmal ist einfach nur der harte Schnitt, reicht schon voll aus, um etwas geil zu machen. Okay,
gucken wir uns mal den nächsten. Also du siehst hier, bei Freude und Jokes habe ich hier einen neuen Kontext eingefügt und ein Running Gag. Ich könnte nämlich jetzt, nachdem ich das Nein, doch, oh, etabliert habe, könnte ich jetzt bei jedem Mal, wo ich Nein sage oder verliere, doch, oh, einfügen. Das würde zwar, wenn ich es 20 Mal mache, super auf die Nerven gehen, aber 3-4 Mal ist immer eine gute Entscheidung. Und du siehst hier schon, gerade bei Running Gags, es braucht ein bisschen mehrmals. Und das ist auch in Hollywood so. Typischerweise werden Hollywood Running Gags mindestens 3-mal geseedet und geerntet. Also mal angenommen, ich sage, ich liebe es, Mate-Tee zu trinken, wird irgendwann in einer späteren Szene, werde ich aufmachen und feststellen, mein Mate-Tee-Glas ist leer. Nein! Werde ich schreien und dann wird jemand von der Seite sagen, doch, oh, ja, nein, Quatsch, aber, und dann, wenn es um den Mate-Tee geht, werde ich am Ende den Heiligen Gral voll mit Mate-Tee in der Hand haben. Du verstehst, was ich meine, selbst Nebensächlichkeiten können als Running Gag genutzt werden. Aber vielleicht kennst du ja auch so einen ganz bekannten Running Gag hier auf YouTube von Vic, von Iblali hieß er früher. Bei dem ist ein Running Gag, magst du Bratwurst? Ja, genau. Und ihn nervt es wahrscheinlich mittlerweile, aber das ist etwas, was die Community mega aufgegriffen hat. Okay, gucken wir uns mal an, wie man Spannung erzeugen kann. Es sei denn, du hast jetzt noch einen guten Vorschlag, wie du Witz in deine Videos bringst, mit welchen Effekten, was findest du cool? Schreib's mir mal in den Livestream und ich guck's mir jetzt an. Genau. Ja, Brawlhalla kostet nichts, ist super kostenlos und macht mir Spaß. Okay, dann gehen wir rein und gucken uns... Ups. Dann gehen wir rein und gucken uns mal Spannung an. Hier habe ich einen Gegner, der mich die ganze Zeit besiegt. Und der weiße Held. Und ich fange an mit oh, der weiße Held, weil ich zeige damit, oh, ich denke, ich bin besser, aber er macht mich voll platt. Oh, der weiße Held. Jawohl. Was? Mann! Jawohl! Oh nein! So, und du hast hier schon gesehen, das waren Spannung und Trauer in einem. In einer Tour. Du kannst verschiedene Gefühle erzeugen. Ne? Aber Spannung habe ich genau hier, indem ich ein Dynamic Zoom nehme. Also ich zoome hier auf die Mine, die mich dann später tötet. Ne? Die Mine tötet mich ja. Also ich gehe rein... Ich mache mal jetzt hier die Audio aus. Ich gehe rein mit dem Ding und hol mir die Mine, werf sie und die Kamera verfolgt die Mine. Das habe ich natürlich mit einem Tracker gemacht, indem ich einen Adjustment Clip genommen habe. Und ich zeige dir jetzt mal ganz kurz, wie das mit der Stabilisierung auf der Mine funktioniert. Ich klicke hier mal auf den Tracker. Ich kann den auch wegziehen. Und falls du noch nie in Fusion gearbeitet hast, das kann am Anfang voll verwirrend sein. Keine Sorge, nach ein, zwei Wochen hast du es raus. Das ist wie After Effects, lernt am Anfang, denkst dir, aber wenn du einmal in Fusion drin bist, Fusion ist so geil und so viele Dinge sind kostenlos, viel, viel besser als After Effects. Glaub mir, ich komme von After Effects. Okay, ich hole mir einen Tracker. Einfach nur einen ganz normalen Tracker. So. Und wenn ich mir den jetzt mit 1 in dem... Also auf 1 drücken, dann lässt er mir das hier in dem zweiten Bild anzeigen.
So, und wenn ich mir jetzt einen markanten Punkt raussuche, den ich tracken möchte, und für mich ist es hier dieses rote Ding. Ne? Dieser Punkt von der Mine. Und das Feld vergrößere ich mal. Das äußere Feld ist das, worin er sucht. Und das innere Feld ist das, was er sucht. Und jetzt kann ich einfach hier unten auf Track Forward klicken. Hier oben meine ich. Entschuldigung. Track Forward from Current Frame. Und der verfehlt jetzt natürlich. Das ist natürlich klar. Mitten im Livestream. So, hier hat er noch, hier hat er noch, hier hat er noch. Hier nicht mehr. Das heißt, alles das, was ab da ist, müssen wir an Keyframes löschen. Achso, nee, das war mein Media In. Das war der erste Tracker. Tracker 2 löschen wir einfach. Und gehen an den Punkt. Ja. Tja, der Tracker will heute nicht. Extra im Livestream denkt er sich, jawohl. Heute machen wir es dem Johannes schwer. Naja. Aber warum? I don't get it. Okay, dann müssen wir mal Best Match suchen. Yep. Und dann gucken wir mal, folgt er der... Hier hat er anscheinend irgendwo geloost. Hier hat er geloost. Machen wir weiter. Okay. So, dieser Tracker ist jetzt durch. Und du siehst, am Anfang hat er irgendwelche Teile nicht bekommen. Also hier springt er wild rum. Dann nehmen wir das weg. Und setzen und lassen den einfach rückwärts tracken. Ab dem Zeitpunkt, wo er funktioniert. Wollte er gar nicht machen. Dann zurück. Und so ist es manchmal Gefiddel, ich weiß. Was wir natürlich machen können, wir könnten nur den Red Channel, weil wir könnten nur den Green Channel tracken, weil das Rot ist ja das, was hier für die Lichtgebung verantwortlich ist. Und wenn wir nur den Green Channel tracken, dann ist es konstanter. Hoffe ich zumindest. Bam. So. Jetzt haben wir den Tracker, der hat sich zwar hier hinten ein bisschen verloren, aber das ist nicht so wild. Dann gehen wir zu dem Frame, wo er verloren hat. Hier hat er noch, hier hat er noch, hier hat er noch, hier hat er noch. Hier springt er weg. Das heißt, alles das, was hier ist, löschen wir an Keyframes. Weg. So, hier hinten haben wir auch noch Keyframes, weg. So, und jetzt sagen wir dem Tracker nur, er soll hier oben von Operation, also du hast jetzt erstmal Tracking Data gesammelt, jetzt geht es darum, den Tracker umzustellen und dem zu sagen, okay, tu die Bewegung nachverfolgen. So, und jetzt, wenn ich mir das anschaue, ups. Dann sehen wir noch nichts, weil er sagt Merge Foreground over Background. Und falls du es nicht weißt, in Fusion haben wir immer, der orangene Input ist der Background und der grüne Input ist der Foreground. Da wir allerdings nur den Hintergrund haben, nehmen wir hier Background Only. Und jetzt siehst du, dass die Mine konstant immer an derselben Stelle bleibt. Aber ziemlich weit an der Seite. Und das können wir fixen, indem wir eine Transform Node anbringen und das einfach vorher
und das einfach verschieben, indem wir das Resize, indem wir Size größer stellen, also den Zoom, und den Center verstellen, also die Position. Ne? Und dadurch haben wir jetzt so diesen schnellen, reingezoomten Effekt von oh, bam. Und dann sehen wir, hier sind wir dann schon weg. Und raus. So, und jetzt könnte man sogar nochmal sagen, okay, ich will hier nochmal reinzoomen. Dann drücke ich B, um zu schneiden. Wähle das aus und dann siehst du hier unten die Transform Properties. Wenn ich da draufklicke, kann ich das Bild einfach größer ziehen und dahin schieben, wo ich will. Und dadurch haben wir jetzt Hardcut gezoomt auf mich. Ne, das ist jetzt natürlich nicht so cool. Dann im Anschluss, deswegen würde ich das anders machen, indem ich das einfach kleiner mache am Anfang. Hier oben dann ein Keyframe setze bei Transform. Vorwärts gehe und dahin gucke, wo schlägt er zu. Und dann hier reinzoomen und zur Seite gehe. Und schon habe ich etwas gebaut, was halt dynamischer ist, was halt eher so aussieht, wie als wäre es bearbeitet, und das mit 3-4 Klicks. Das ist viel einfacher als der Tracker. Natürlich könntest du jetzt zum Beispiel auch das hier nehmen und die ganze Zeit die Bombe nachfolgen. Das ist allerdings bei weitem nicht so effektiv wie, also das ist bei weitem nicht so genau, wenn du die Bombe wirklich straight in der Mitte haben willst. Okay, ich gucke in den Chat. Ja, das ist cool mit dem Regen und dem Sound. Ja, genau. Wir wollen jetzt uns jetzt mal nämlich mal angucken, wie es aussieht mit Trauer. Was man da machen kann, um Traurigkeit mehr in seine Videos rauszubringen. Das, was ich jetzt gemacht habe, war natürlich ein bisschen over the top, ne? Aber Musik, also traurige Piano-Sounds von freesound.org oder gratis Piano-Tracks zu suchen im YouTube Creator Studio ist super geil und eins der einfachsten Sachen, um Trauer auszuzeigen, ist einfach, indem man den Clip desaturiert. Ich mach noch mal die Audio an, damit ihr das mithören könnt. Und wenn ich jetzt sagen will, okay, ich möchte jetzt, dass dieser Clip desaturiert ist, dann könnten wir jetzt zum Beispiel in den Color Tab gehen. Wir könnten es aber auch hier machen. Ja? Dieser Adjustment Clip hier, der hat den Dynamic Zoom. Der Adjustment Clip nutzt quasi alles das, was unter ihm ist, und macht dieselbe Bewegung nach. Dynamic Zoom ist übrigens auch ein sehr, sehr gutes Ding für jedes Video, um ein bisschen Pep reinzubringen. Alles, was du dazu tun musst, ist hier unten in dem, da wo wir vorhin die Position und so weiter geändert haben, hier auf Dynamic Zoom zu klicken. Und dann kannst du dir hier deinen Dynamic Zoom im Inspector aufmachen. Und du hast hier zwei Kästen, einmal den grünen und einmal den roten. Und es ist immer, der Grüne geht zum Roten. Ne? Der Grüne geht zum Roten. Das bedeutet, wenn der Grüne groß ist, dann fängt er da an. Das heißt, wenn ich das hier kleiner mache, dann fängt er hier an und zoomt dahin. Wenn wir dann erneut auf Dynamic Zoom draufklicken, dann ist es wieder normal. Ne? Oh nein! Genau. Das ist so ein Zoom, so ein konstanter. Und der Dynamic Zoom, da musst du gar nichts machen. Der geht nämlich immer automatisch von Anfang des Schnitts bis Ende des Schnitts.
Nein! Genau. Und wenn wir das Ganze jetzt noch desaturieren wollen würden, dann könnten wir jetzt ganz einfach hier in die Color Page gehen und sagen, okay, ich möchte, dass der Adjust, dann stellen wir sicher, dass hier der Adjustment Clip selected ist. Klicken hier auf Keyframes. Also normalerweise habe ich immer die Scopes offen, aber klicken hier auf Keyframes und sagen dann Korrektor 1. Klicken wir hier auf ein Keyframe drauf. Hier unten sehen wir übrigens noch unsere Timeline so ein bisschen besser. So, und sagen dann hier unten unter Sat raus damit. Damit ist es schwarz-weiß. Gehen an den Anfang des Clips und drehen die Sat wieder auf 50. Also 0.5. 0.5. 1. Oh nein! Oder, was wir auch mal... Ach so. Ah, 50 war der Wert, den ich gesucht habe. Nicht 1, nicht 100, 50. Sorry. Also, stellen die Saturierung auf 50, also auf 50%, also 100. Wenn du auf 100 gehst, ne, dann bist du overblown. Ne? Wenn du dir das im Vergleich anguckst, der Clip versus den Clip hier, viel zu saturiert. Deswegen 50 und jetzt können wir sehen, wie der langsam ausgraut. Oh nein! So, aber wie habe ich den Regen eingefügt? Ist eigentlich ziemlich simpel, wenn wir uns mal nur den Regen angucken. Der Regen ist nichts weiter als ein. Der Regen ist nichts weiter als einfach nur ein Bild, was ich transformiert habe. Ne, und was hier quasi drüber liegt. Ne, ich habe das einfach nur kleiner gemacht und dahin gesetzt, wo ich bin. Das könnten wir jetzt natürlich auch über das ganze Feld machen. Na, also eigentlich sieht der Regen so aus. Es sind einfach nur ein paar schwarze Striche. Ne, die dann halt runterfallen. Du findest solche Overlays, wenn sie schwarz sind, ziemlich einfach einzufügen, indem du einfach oben im Composite Mode, also da, wo jetzt wahrscheinlich gerade mein Bild drüber ist, aber oben im Inspector, wenn du etwas anklickst, hast du einen Composite Mode und da kannst du von Normal auf Add stellen und schon wird alles Schwarze rausgerechnet. Was auch noch möglich ist, ist Screen, ist ziemlich einfach, um das einzufügen. So kannst du auch Explosionen einfügen, wenn sie schwarzen Hintergrund haben. Viel, viel besser als die Greenscreen Assets, wo du erstmal einen Key ziehen musst. Viel, viel einfacher vor allem. Und so kann man ganz einfach Trauer stilisiert darstellen. So, Dr. Distortion, du kommst natürlich genau dann, wenn wir zur Wut kommen und wir ein bisschen Distortion einfügen wollen. Ich soll dich ganz lieb von Paul grüßen übrigens. Wir haben letztens ein bisschen gequatscht, dass du doch ein geiler Typ bist. ja, genau. Okay. Weiter geht's mit... Wo sind wir hier? Weiter geht's hiermit. Und zwar Wut. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ich meinte mit Wut, denn der Typ hat mich echt aufgeregt, weil er mich so platt gemacht hat. Boah, heftig. Boah, ich komme einfach nicht an den Rand. Und ihr habt gesehen, mein Bildschirm wurde rot, meine Kamera hat gewackelt und ich war auch ein bisschen wütend. Aber das ich war auch ein bisschen wütend, das können wir noch ein bisschen besser machen. Und wer mein Fusion Audio Effekte, wer mein DaVinci Resolve Audio Effekte Tutorial gesehen hat, der weiß ganz genau, was wir jetzt machen. Ne? Wir setzen erstmal einen Schnitt mit B vor meiner Audio, die ich verzerren will.
nämlich dieses Oh, ich komme einfach nicht an den Rand. Und dann gehen wir in die Effect Library und suchen uns aus unserer Toolbox, aus den Fairlight-Effekten, den Distortion raus und fügen die hier rein. Okay, und Mr. Distortion denkt sich wahrscheinlich, klar, und ich frage mal Mr. Dr. Distortion, welche Waveform könnten wir denn hier am besten nutzen, um Wut auszudrücken? Die Kunstpause musste sein, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Na dann. Woher ich die DaVinci Resolve Tutorial fragt, woher ich diese lustigen, diese ganzen Overlays bekomme, die findest du auf so Seiten wie Pixabay, Pexels und so weiter. Da einfach irgendwas eingeben und irgendwas kommt schon. Ansonsten kannst du auch auf YouTube gucken, ob du sowas findest. Eckig, sagt Dr. Distortion. Jawohl, so machen wir das. Eckig, immer schön Sawwave. Und schon haben wir sofort Ich komme natürlich an den Rand. Richtig schön verzerrte Stimme. Das kann man immer super machen, wenn man Wut ausdrücken will und so richtig laut werden will im Stream. Ich hoffe, ihr seid nicht umgefallen. Okay, also, du machst einfach einen Schnitt da, wo deine Distortion sein soll, ziehst das Distortion-Plugin drauf aus deiner Effekt-Library unter Fairlight Effects, klickst hier drüben auf Sawwave, Square Wave, was quasi den Kontrast zwischen laut und leise maximiert, und schon hast du 100% Distortion. Du könntest natürlich jetzt die Ceiling noch ein bisschen runternehmen. Ich komme natürlich an den Rand. Dadurch ist es nicht so laut und nicht so, wie soll ich sagen, von leise auf bam, sofort richtig angeschrien den Zuschauer, damit er sich nicht erschreckt oder Ohrenbluten bekommt. Ne? Und was wir natürlich auch noch machen könnten, wir könnten einen High-Cut benutzen, um die Brillanz, die oben in der Stimme ist, rauszunehmen. Und ich würde hier jetzt mal einen High-Cut bei 4K ansetzen. Ich komme natürlich an den Rand. Dadurch klingt das noch so ein bisschen viel mehr nach alter Lautsprecher. Ne? Man könnte sogar noch weiter runtergehen auf 2K, wenn man so richtig übertreiben will. Ich komme natürlich an den Rand. Bam. Easy as that. Okay. Aber jetzt fragst du dich sicherlich, okay, wie habe ich meinen Bildschirm rot gekriegt und wie habe ich meine Kamera wackeln lassen? Ganz einfach. Um deine Kamera wackeln zu lassen, gibt es etwas in DaVinci Resolve. Das findest du hier oben unter Open Effects und dann suchst du nach dem Kamera Shake. Und diesen Kamera Shake kannst du dann da einfügen. Und dann kannst du ganz einfach sagen, hier oben im Inspektor, da wo übrigens jetzt mein Bild ist, findest du die Open Effects und dort kannst du einstellen, wie schnell der sich bewegen soll, wie groß der sich bewegen soll und ob du Motion Blur haben willst. Motion Blur ist das, was das Ganze natürlich macht, aber rechenintensiv ist. Das heißt, falls es ein schnelles Video sein soll und du das quasi erstmal so schnell über die Bühne bringen sollst, solltest du mit dem Motion Blur ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Pan Amplitude könntest du noch einstellen, Rotation Amplitude, also wenn du es richtig hin und her wackeln willst, und den Zoom Speed und Zoom Amplitude, dass es rein und raus geht, und schon kannst du das Ganze so richtig schön. Ich komm natürlich an den Rand. Genau. Und zu guter Letzt müsstest du wahrscheinlich nochmal unter Transform den Zoom ein bisschen größer machen, weil es ist nie cool, irgendwo unten schwarze Kanten zu sehen. Ne? Aber das ist dir überlassen, ob du das so haben willst oder nicht. Das ist natürlich immer ein Feeling, wie du das haben möchtest. Ne? Okay. Das bedeutet, unter Open Effects kannst du einen Camera Shake hinzufügen. Okay, für das zweite, diese rote Färbung, kannst du dir einfach aus deiner Toolbox eine Solid Color suchen. Solid Color, da unter Generators findest du die. Einfach draufziehen, bisschen reinwürschen. Und jetzt ist erstmal alles schwarz. Und das liegt daran, dass da, wo mein Bild ist, ist da eine Farbe und die kannst du dann bestimmen, was du haben willst. Ich nehme jetzt hier Rot und ziehe das hoch.
Bam, habe ich eine rote Farbe, okay. Und jetzt muss ich das gleiche machen wie mit dem Regen, einfach im Composite Mode von normal auf Screen stellen. Screen. Bam. So, und jetzt scheint es durch. Und jetzt kann ich ganz einfach sagen, okay, jetzt könnten wir sogar noch was machen. Wir könnten nämlich sagen, wir schieben das on top und wir gehen in den Adjustment Clip rein, um das noch so ein bisschen mehr rot zu färben. Wir gehen in den Adjustment Clip rein und drehen die Saturierung raus und dadurch siehst du, sobald es in mein, so, und schon wird das Rot quasi stärker, ne? Im Vergleich zu vorher, ne? Wenn ich das hier aus und ein mache, dann siehst du, es gibt einen Unterschied, weil vorher schauen noch die anderen Farben raus, ne? Oder durch. So, jetzt musst du eigentlich nichts anderes tun, als die Opacity direkt unter dem Screen Mode zu deinem Befinden einzustellen. Ich nehme jetzt hier 60%, weil mir das gefällt. Und wenn du zum Beispiel, oh, das waren 600%, und wenn du zum Beispiel so ein rotes Alarmblinken machen willst, ne, dann kannst du einfach die Opacity Keyframe, indem du einfach die Raute daneben anfasst, ein Keyframe setzt, ein bisschen zurückgehst, die Opacity runtergehst, dann wieder hoch und wieder zurück. Und schon haben wir dieses Blinken und das müssten wir eigentlich immer weitermachen. Aber auch für das habe ich eine Automatisierungsformel und die findest du höchstwahrscheinlich in meinem Flickr-Effekt. Okay, goodie. Dann gucken wir uns an, was noch so geht. Oder jetzt kommen erstmal eure Fragen und danach gehen wir in die Tipps rein, wie du deinen Kanal darauf auslegen kannst, wie das funktioniert. Besser bei Gaming-Videos zu ranken. Okay, Dr. Distortion, meine Transitions sind geil. Dankeschön. Ja, ich finde es auch geil, dass DaVinci Resolve halt diese Flexibilität hat, mit denen, wie man Transitions bauen kann. Die sind nicht festgeschrieben wie bei Premiere oder After Effects. Und das macht es schon echt versatile. Okay, gucken wir uns nochmal weitere Fragen an. Die sind nice, das stimmt. Was hast du für eine CPU? Ich habe eine ziemlich standardmäßige CPU. Und zwar habe ich ein Radeon, wie heißt der? Ich habe auf jeden Fall einen Intel-Prozessor mit 3,2 GHz, 4 Kerne. Also nicht die Welt, wirklich nicht die Welt. Aber ich werde darüber auch noch ein Video machen, wie du DaVinci Resolve optimieren kannst. DaVinci Resolve Tutorial hat übrigens auch heute oder gestern ein Video released zu, wie man DaVinci Resolve mehr Bums geben kann. Das könnt ihr euch auch angucken. Das ist ziemlich cool. Jetzt schreiben wir mal nicht so schnell in den Chat. Ich komme gar nicht hinterher. Okay. Mein Kanal ist Hammer. Danke für die ganzen Sachen, die du machst. Jo, gerne. Mach ich auch weiter. Jo, auch wenn es nur ein Bruchteil ist, ist der Kanal wertvoll. Ich glaube persönlich, dass das, was an Fusion so wertvoll ist, ist dieses, man muss erstmal ein, zwei Konzepte verstehen und dann kannst du ganz viel mit den Konzepten machen. Und das ist auch etwas, wozu ich ein Video dazu machen will. Ihr müsstet meine Videoliste sehen, so groß, Mann. Und wenn ich erst mit Blender anfange, am Ende des Jahres, dann gehen euch die Augen auf für 3D, aber sowas von. Aber keine Sorge, der Fusion-Content, I will keep it rolling. Okay. Das ist der Stream, den ich gebraucht habe. Anfang hast du direkt mal verpasst, Elias. Tja, schade. Aber wie das halt bei meinen Streams ist, den Anfang, den gibt es immer zum nachher gucken. Und falls du jetzt den Stream nachher guckst, wie gesagt, Chapter werden dann eingetragen. Genau. Okay. Was meine Grafikkarte ist? Was ist jetzt das Problem mit der Grafikkarte?
Ich kann seit 9 nur mit 10 FPS rendern. Die CPU ist dann nicht mehr ganz ausgelastet. Ach so, Elias, das kann durchaus sein, dass du ein Hardware-Nutzungslimit hast. Wie gesagt, das, was auch DaVinci Resolve Tutorial gesagt hat, DaVinci nutzt so viel es geht die CPU. Allerdings sind solche Dinge wie Open Effects werden von der Grafikkarte abgenommen. Und wenn du jetzt quasi sehr, sehr viele Effekte, Open Effects und Transitions in deinen Videos hast, dann muss das, was eigentlich die Grafikkarte macht, vom CPU übernommen werden. Und das wird quasi runtergebrochen und ist deswegen nicht ganz so effektiv. Das bedeutet, wenn du wirklich richtig viel schnelleren Renderer haben möchtest, dann ist auf jeden Fall DaVinci Studio the way to go, weil da kriegst du für 300€ mal einfach das Dreifache an Power oder das Doppelte an Power. Schon allein GPU Acceleration in Hardware Encoding, weil die meisten Gamer, die nehmen halt über OBS auf und spielen dann ihren H264 oder H265 Videos in DaVinci ab und wundern sich, warum es nicht funktioniert. Ne? Und das ist kritisch, weil H264 und H265 sind ultra komprimierte Videoformate, die von deinem Rechner super schwer gelesen werden können. Das heißt, wenn du richtig schön entspanntes Editen haben willst, dann solltest du auf jeden Fall auf DNX HD umsatteln oder ProRes, falls du ProRes haben kannst, ist ja immer so eine Apple Windows Sache. Genau. Yo. Wie habe ich diesen Stinger erstellt? Das ist eine gute Frage, DaVinci Resolve Tutorial. Die habe ich sogar hier vorne. Na, du renderst einfach ein. Habe ich noch hier vorne? Ist weg. Kacke. Oder? Ah, nee. Hahaha. Und zwar habe ich nichts anderes gemacht als einen. Ich lasse mir mal meine Timelines anzeigen. Und zwar habe ich nichts gemacht als eine Fusion Composition reingezogen, die auf eine Sekunde getrimmt, die in der Mitte halbiert und dann eine Transition von mir reingezogen, die dann wie folgendermaßen aussieht. Ich öffne die mal in der Fusion Page. Ne, das ist das, was du auch kriegst in meinem. Das hier ist auch eine meiner Transition aus dem Transition Pack. Das ist die Text Paint Transition aus meinem Transition Pack, die man sich kaufen kann. Und da habe ich einfach nur den Hintergrund geändert und mein Logo reingehauen. Wenn du meinen letzten Livestream zu Plugins in Fusion gesehen hast, dann da habe ich dir auch gezeigt, wie du Makros, also festgeschriebene Teile, hacken kannst. Ne, wie du die wieder sichtbar machen kannst in Fusion. Genau, und da habe ich ganz einfach den Text disconnected und mein eigenes Logo reingehauen. Okay, oder bin ich jetzt, habt ihr jetzt überhaupt gesehen? Ah, sagt mir doch was. Bild umschalten, danke Dr. Distortion. Ja, also ich habe nichts anderes gemacht, als hier eine Fusion Composition auf eine Sekunde Länge geholt und dann meine MVS Text Paint Transition draufgehauen und diese dann quasi wieder entschlüsselt, also aus einem Makro eine Gruppe gemacht durch Group Operator. Das ist jetzt für die, die einfach nur Gaming-Videos schneiden wollen, nicht so wild. Ich bin am Überlegen, ob ich einen Transition-Kurs mache, mal so einen bezahlten Kurs für 40-50€, wo ich dir zeige, wie du eigene Transitions erstellen kannst und die komplett, ne, die halt diese Fusion Transitions sind mit, mit Expressions und so. Also, dass die halt automatisch verlängert werden. Genau, und das ist quasi die Transition, die ich gebastelt habe. Die habe ich dann einfach nur als MOV mit Transparenz rausgebracht und dann war es das auch. Also, und das ist der Stinger, den ihr hier seht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel umschalte. Okay, aber apropos Stinger, da waren wir jetzt durch mit den Trauer, Wut und so weiter. Ihr könnt mir ja jetzt mal in den Chat schreiben, was ihr davon haltet, was ihr denkt, was sind gute Stilmittel, um Gefühle
in euren Gaming- oder ganz normalen Videos einzubauen. Das, was ich hier gemacht habe, war jetzt natürlich sehr stilisiert und man kann ja natürlich nicht nur eine Art von Emotion erzeugen. Man kann ja zum Beispiel, wie ich das ja jetzt gemacht habe, Spannung aufbauen und diese dann in Trauer auflösen. Wie ich das bei dem, ich werf die Mine, ich reg mich auf und ich laufe selber in die Mine und ich weine. Ne? Genau diese Sachen, das ist sowas, was Unterhaltungswert bietet. Und wenn man in einem Drama oder in einem Dramafilm was macht, ne, dann kann man natürlich noch viel mehr mit diesem Konflikt spielen, von diesem, ich bin eigentlich sehr gut, aber dann in letzter Sekunde werde ich dann doch noch besiegt. Oder wenn man die Hero Journey nimmt, also wenn man eigentlich Spannung aufbauen will, dann zeigst du eigentlich die ganze Zeit, wie du besiegt wirst, wie du stirbst und so weiter. Und dann in der letzten Sekunde so richtig mit Slow Motion und Transformer-Style halt, bam, hau ich den Gegner raus. Oder wenn du eine Montage machst, on the beat, zur Musik zu schneiden, ist auch immer ein super Stilmittel. Ne? Und Spannung, gerade für die, die Horrorspiele spielen, sucht raus, was die Spannung erzeugt. Ihr könnt auch eigene Soundeffekte aus dem Internet suchen. Wie gesagt, freesound.org ist eine super Anlaufstelle, um kostenlose Samples und Sounds zu holen, die ihr in euren Produktionen reinhauen könnt. Marco Schreiber hat auch mal ein Video gemacht, wie man die Sound Library in DaVinci Resolve erweitern kann, die man sich holen kann. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Okay, ich schaue jetzt mal nach dem Chat. Jawohl. Moin, Sneakers, du hast gerade das ganze Schneiden verpasst. Aber ich mag den Namen. Stimme war Funkgerät-Effekt belegt. Ah ja, genau. Das weiß Dr. Dorschen, das erzähle ich euch jetzt. Wenn man zum Beispiel etwas klingen lassen will, wie durch ein Funkgerät, dann klickt man einfach hier auf den Clip, geht hier oben unter im Inspektor auf Audio, aktiviert den Clip Equalizer und zieht sich da das eine Band hoch und das andere Band runter. Oh, das war zu viel. Und schon hat man die Audio anders. Oh, das Band, das kann noch viel, viel mehr runter. Genau. Schon klingt das so ein bisschen tonbandmäßig. Man könnte noch ein bisschen was anderes draufhauen. Wie schneidet... Oh, DaVinci Resolve Tutorial fragt mich, was gut ist. Wie schneidet man am besten auf dem Beat? Auf diesem Kanal habe ich tatsächlich schon mal ein Tutorial dazu gemacht, wie man on the beat schneidet. Es gibt in dem Tutorial gibt es eine Datei, die auf 100 BPM steht. Und die musst du dann einfach nur synchronisieren mit dem ersten Schlag on the beat, also mit dem Transienten, und dann hast du quasi die musst du einfach nur beschleunigen auf, wenn du jetzt dein Beat kennst, der 120 BPM ist, kannst du es einfach drunter legen und da ist quasi Schrittraster, also du siehst quasi, wo der Beat immer ist, so auf Viertel, auf Halbe und so weiter. Das ist ziemlich hilfreich, aber was auch noch hilfreich ist, sich mal eine Buttonbelegung zu schaffen für DaVinci Resolve, wo du sagst, du spielst, ich habe das mir zum Beispiel hingelegt, auf H spiele ich alles auf halbe Geschwindigkeit ab. Und da sehe ich ziemlich genau, wann der Ausschlag kommt und höre das auch viel, viel besser. Und das ist auch etwas, was man machen kann, wenn man on the beat schneiden möchte oder zum Beispiel etwas, wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Schläge aus der Kombi, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Schlag und diesen Schlag zur Musik schneiden will, dann schneide ich das und ich muss mir erstmal alles nach hinten schieben.
Shortcut ist Alt und Y, also Alt und Y. Ne? Und dann kann ich mir die, das hier ist ein Schlag und das hier ist ein Schlag. Ne? Das heißt, ich hau mir dann meine Musik drunter. Ich muss mal schnell gucken, ob ich welche eine finde. Kopflos, die will ich euch noch nicht zeigen. Die ist für das Audio Visualizer Tutorial, was ich immer noch nicht fertig habe. Ah, naja. Aber das hier ist zum Beispiel was. Mal gucken, was es ist. Ja, natürlich, ich habe die Audio ausgemacht. Ich bin natürlich an den Rennen. Ja, das ist kein Audioclip, den ich benutzen möchte. Zu wenig Audioclips hier. Was ist das? Auch noch kopflos. Was haben wir hier? Was ist das für Audio? Nee, auch nur ein Mitschnitt. Ich habe gerade keine Musik. Naja, auf jeden Fall würde ich quasi dann, würde ich mir das erstmal vorhören. Ja, genau. JKL kann man die Geschwindigkeit anhalten. Genau, gut. Kai sagt schon. Genau. Marker mit Tappen ist auch etwas Gutes, aber wenn DaVinci Resolve im Playback schlecht ist, bist du da auch echt schlecht dabei. So, und wenn du das jetzt auf den Beat schneiden willst, dann klickst du einfach drauf und sagst dann Speed Controls, Retime Controls und ziehst es einfach breit. Na. Das ist das Einzige, was ich nicht so, noch nicht so raus habe. Wenn ich das jetzt auf dem Dings drauf legen will, ich gehe normalerweise für Retiming, gehe ich normalerweise. Oh, was war das? Ich gehe normalerweise auf Shift C und suche mir dann hier im Keyframe Property das Retime Speed raus. Und ziehe das dann runter, bis das matcht mit dem nächsten Beat. Dann kann ich das nächste einfach ranziehen. Wichtig dafür ist, dass du deine Framerate in OBS für Games schon mal auf mindestens 50 Hertz oder 50 Frames die Sekunde stellst, weil dann hat er mehr Frame, mit dem er arbeiten kann. Ne? Und zusätzlich kannst du in den Time Speed kannst du hier unter Retime and Scaling kannst du hier Retime Process auf Optical Flow gehen oder Frame Blend und du kannst Enhanced gehen. Nicht Motion Estimation, sondern, ja doch, Motion Estimation, Enhanced oder Speed Warp. Ja. Aber das ist halt wirklich ziemlich powerlastig. Ne? Hier seht ihr, das mag er gar nicht. Wenn ich jetzt hier scrubbe. Huh. Ja, genau. Aber kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Dingen, weil wie deine Videos performen, sind die eine Sache, worum es auf deinem Kanal geht. Also wie deine Videos geschnitten sind die eine Sache, wie deine Videos performen, sind die zweite. Weil um entdeckt zu werden, solltest du eins wissen. Und das ist ganz klar deine Nische. Als Gamer, als Typ, der spielt, was ist deine Nische? Was sind, wofür folgen dir die Leute? Was ist das, an wen du, zu welchem Publikum sprichst du? Und stell dir das mal vor als einen Typen, der vor dir sitzt und sich denkt, okay, was interessiert ihn? Stell dir das wirklich mal als Person vor, was interessiert den Typen, den ich mit meinen Videos erreichen möchte? Interessiert er sich für 3D und VR? Hat er einfach nur mal Bock reinzugucken? Guckt er sich andauernd Beat Saber an, weil er es selber zu Hause hat und denkt, boah, ich möchte so gut sein wie die Pros? Oder hier, wie heißt das, Guitar Hero? Ne? Ist das so ein Musikleidenschaftler? Oder was für Spiele spielt er, welche Konsolen und vor allen Dingen welche Art von Spiele? Und wie passt du als Person? Wie passt du da rein als Person? Und was für Mehrwert kannst du den Leuten liefern? Ne? Selbst als brutaler Noob wie ich in fast allen Spielen kannst du mit einem lustigen Videozusammenschnitt
echt so viel Mehrwert bieten, dass die Leute sich denken, boah geil, den abonniere ich. Ja? Es gibt auch Leute, die sind totale Fans von Pixel-Games, Retro-Games oder die stellen, es gibt auch Kanäle, die nur Indie-Games vorstellen oder zeigen, wie man Spiele programmiert, was natürlich eine ganz andere Sache ist, hat aber auch mit Gaming zu tun. Und deswegen die Frage, wo ist deine Nische? Und stell dir mal wirklich die Frage, was für Spiele spielst du am liebsten? Sind das Shooter? Sind das Beat'em'ups? Sind das Tekken? Sind das Strategiespiele? Und wie kannst du da Mehrwert liefern für die Gaming-Community dieser Spiele? Zum Beispiel gibt es ja Leute, die halt Tutorials machen und da auch mal bei den Tutorials reinschauen, mal zu sagen, okay, was ist der Mehrwert meiner Tutorials, die ich anbiete? Ne? Weil das ist auch das, was mir sehr viele aus der DaVinci Resolve Community sagen. Sie bleiben bei mir oder sie haben mich abonniert, weil meine Videos immer so kurz, knackig und prägnant sind. Na gut, bei Livestreams kannst du das nicht erwarten, aber es ist grundsätzlich mir ein Anliegen, die Tutorials zu raffen, leicht verständlich und in kürzester Zeit rauszuhauen. Also, was heißt hier in kürzester, also Kürze des Videos, nicht kürzester Zeit raushauen, weil ich stecke ja schon immer ganz schön Arbeit in die Videos. Und ich hoffe, das macht sich auch bemerkbar. Okay, ich gucke mal in den Chat. Genau. Darf ich hier das zweite Geschenk deiner Community anbieten? Na klar, Kai, hau raus. Kai macht nämlich übrigens gerade so eine Challenge, wo er jede Woche ein Geschenk bastelt, eine Vorlage, so. Du kannst auch gerne den Link hier reinstellen, dann tue ich den freigeben. Kai, wir könnten dich eigentlich mal als Moderator für die Livestreams eintragen, wenn das für dich okay ist, falls du Bock hast. Genau. Okay, kommen wir noch zum nächsten. Nachdem du deine Nische gefunden hattest, oder gefunden hast, solltest du auf jeden Fall mal wissen, wie kann ich eigentlich meine Videos gesehen bekommen? Ne? Und da ist ein total wichtiges Ding. Mach dir klar, was sind Keywords, die gesucht werden? Was suchst du, wenn du dir Gaming-Videos angucken möchtest? Gibst du ein Fortnite 10-Hour Funny Moments? Oder gibst du ein Fortnite Livestream Zusammenschnitt? Oder gibst du ein Fortnite, keine Ahnung, Best Building Practices? Wie gesagt, ich kenne dich nicht. Überleg, was dir in den Sinn kommt und guck dann mal, wenn du in YouTube reingehst, was dir vorgeschlagen wird. Weil das, was dir YouTube vorschlägt, wird schon ganz häufig gesucht. Und dann kannst du dir natürlich etwas raussuchen und dahingehend auch deine Tags, deine Titel und vor allen Dingen deine Thumbnails optimieren. Denn das, was am wichtigsten ist, um erstmal überhaupt gesehen zu werden und überhaupt geklickt zu werden, ist ein gutes Thumbnail zu haben, was das repräsentiert, was du zeigen möchtest. Und wie gesagt, kondensiere deine Videos auf eine Kürze der Zeit und stell nicht einen ganzen Live-Gaming-Dings mit einmal hoch, weil du kannst dadurch ziemlich schnell an Verteilungen erfahren, weil YouTube trackt ja, wie lange User dein Video angucken. Und wenn die User, die dein Video gucken, nur einmal kurz reingucken, sich überlegen, ne, den mag ich nicht und weg, dann wird YouTube dein Video aufhören zu empfehlen. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich meine Videos kurz halte, weil es einfach super wichtig ist, dass du eine hohe relative Watchtime bekommst. Und wenn du in dein YouTube-Studio mal reingeguckt hast, was du auf jeden Fall mal machen solltest, dann kannst du das auch sehen, wie gut deine Videos performen. Okay. Und kommen wir noch zum letzten und meiner Meinung nach wichtigsten Tipp, was ein bisschen in die Richtung geht, gesehen zu werden, aber auch für einen massiven Teil der YouTuber und für die, die es kennen, Videos zu produzieren, wichtig ist Motivation. Und da habe ich eine Bitte an euch,
wirklich, das, was ihr macht, macht es nicht für die Anerkennung, macht es nicht für Klicks, Views oder Geld, weil sonst hätte ich schon lange meinen YouTube-Account beendet. Weil ich verdiene immer noch nichts mit YouTube. Und das, obwohl ich 1000 Abonnenten habe, weil ich einfach noch keine Watchtime habe. Warum mache ich das dann trotzdem hier noch 60 Videos down the line? Also 60 Videos mit ungefähr 4 Stunden Arbeitsaufwand. Dann kannst du dir ausrechnen, das sind 2 Monate Arbeit Vollzeit. Das sind 2 Wochen Vollzeit arbeiten, ohne dass Geld irgendwie rumkommt. Ne? Warum machst du es? Ich mache es, weil ich DaVinci Resolve Tutorials liebe und ich der deutschen Community die Tutorials geben möchte, die es nicht gab, als ich angefangen habe. Als ich letztes Jahr in DaVinci Resolve eingestiegen bin und dachte mir, boah, das ist ja krass, aber wie macht man was? Da dachte ich mir, wär doch geil, wenn es jemand gibt, der gute Tutorials macht hier. Die einzigen paar Tutorials, die ich gefunden habe, war von Patrick von Pixel und Spätzle und Marco Schreiber und Daniel Münter von Münter Media. Aber so richtig Fusion und so richtig Deep Dive into Fusion hat es noch keinen gegeben. Jetzt macht Andreas ab ein bisschen Fusion. Jetzt mache ich ganz viel Fusion, weil ich denke, mal euch den ganzen Kosmos zu zeigen, ist geil. Aber ich mache es nicht, weil ich Geld damit verdiene. Ich fände es auch scheiße, wenn Geld oder Anerkennung die einzige Motivation ist. I do it for the art. Also ich mach's, um der Welt etwas zu geben, um etwas zu erschaffen, wovon andere auch wieder geile Dinge erschaffen können. Ne? Also es geht für mich nicht darum, es geht für mich nicht um Klicks, es geht für mich nicht um Views. Klar, es ist schön, wenn ein Video durch die Decke geht und viel, viel mehr Leute geile Tools sich mitnehmen können. Aber für mich geht es einfach nur darum, etwas zu erschaffen, was Leuten hilft, was dir hilft. Und das siehst du ja auch. Unten in der Beschreibung ist die ganze Präsi, die du hier gesehen hast, for free verlinkt. Und natürlich kommst du da auch auf meine Webseite, wo du für DaVinci Resolve ganz viele Transitions, Titles und sonst sowas ganz umsonst bekommst. Ne? Und ich möchte den Leuten einfach nur helfen. Ich möchte dir da draußen helfen. Und das möchte ich, dass du dir das mitnimmst. Mach's nicht für Klicks, mach's nicht für Views, mach's, weil es dir gefällt. Und dann ziehst du auch die Leute an, denen es gefällt. Und dann bist du auch wieder viel, viel mehr bei dir selbst und in deinen Emotionen, kannst deine Emotionen auf die Leute übertragen und die Leute feiern's, weil du es feierst. Okay, Jungs, Mädels, alle Gamer, alle Gamerinnen, alle Videografen, Videografen, das war der erste und vermutlich der einzige Livestream zum Thema Gaming-Videoschnitt, den ich machen werde. Weil, Fakt ist, ich bin Visual Effects-Typi. Ich spiele zwar ab und zu Spiele und ich werde mich jetzt auch gleich nochmal ransetzen und eine Runde Brawlhalla spielen, aber der wirkliche Gamer bin ich nicht. Und es ist immer ganz wichtig zu wissen, was macht dir Spaß und was ist wirklich deine Passion. Und deswegen geh da rein und mach es. Und mach es allerdings mit Gehirn. Denn denk dran, die Videos, die jemand anguckt, ist wie wenn du eine Präsentation hältst. Deswegen bereite die Präsentation so vor, dass sie für den, der sie anguckt, gut ist. In diesem Sinne, Kameramagier, hau rein in 3, 2, 1.